Ich freue mich, den letzten Redner des heutigen Abend vorstellen zu dürfen. Werner Reiter ist heute hier mit einem Leidenschaftsprojekt, einem privaten, und liefert einen Diskussionsbeitrag zur Verbotskultur. Ja, viel Spaß dabei. So, man sieht auch was. Freut mich sehr, dass ich heute über meine Leidenschaft sprechen kann. Meine Leidenschaft sind Verbote. Ich beschäftige mich schon recht lang mit Verboten und eigentlich war der Grund, dass immer mehr behauptet wird, wir leben in einer Verbotskultur, wir leben in einem autoritären Zeitalter, und je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr komme ich zu dem Schluss, das ist schon länger so. Ne? Wer kann das lesen? Hier die Übersetzung, es ist aus dem Dekalog, aus den 10 Geboten, und da stehen so wunderbare Sachen drinnen, auch schöne Verbote. Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen, denn ich, Jehova, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Ungerecht der Väter heimsucht an den Kindern, am dritten, am vierten Glieder derer, die mich hassen. Das sind sehr apokalyptische Formulierungen, und es gibt eigentlich auch keine Begründung, warum man diese Verbote einhalten sollte, und das ist das Problematische daran. Ne? Anderes Beispiel aus unserer Kulturgeschichte, der Baum der Erkenntnis, von dem Adam und Eva genascht haben. Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes und hat Eva überredet, den Apfel zu essen, gegen ein Verbot zu verstoßen, was zum schönen Resultat hatte: jetzt haben wir Sex. Und das ist eigentlich ganz was Schönes. Ja? Also man kann durchaus mal Verbote nicht einhalten und was Nettes dafür bekommen. In der österreichischen Kulturgeschichte muss man natürlich Sigmund Freud erwähnen, Tabu und Totem. Der hat sich sehr stark mit den Tabus beschäftigt, die in der Südsee gegolten haben, und das sind Verbote, wo auch die Begründung dafür fehlt. Jenen erscheinen sie selbstverständlich, die unter ihrer Herrschaft stehen. Wir sollten uns immer wieder fragen, warum wir Verbote begegnen und ob sie uns tatsächlich selbstverständlich erscheinen sollen. Ne? Denn Verbote beschränken Freiheit und Autonomie jeder Person. Und wenn die Verbote dann nicht begründet sind, sagt auch der liebe Friedrich Nietzsche, dann juckt das herauszufinden. Man lässt es auf einen Versuch ankommen, um so zu erfahren, weshalb das Verbot gegeben ist. Kann man jetzt auch ein bisschen anders sehen. Hackerethik sagt vielen in diesem Raum etwas. Misstraue Autoritäten. Ja, insofern plakatieren, verboten. Wieso eigentlich? Oder andersrum, wenn schon Plakatieren verboten ist, Schablonen gehen vielleicht. Plakatieren verboten oder doch erwünscht? Oder so, in Venedig sitzt man auf Stufen neben einem Verbot, das auf Stufen sitzen verbietet. Das Zeitalter des Autoritären, ein paar politische Verbote. Das hat mir Max Paller geschickt, kommt aus Prag, aus einer Zeit, die sehr dunkel war in Tschechien, politische Gespräche verboten. Man sollte aber nicht meinen, dass es sowas in der Jetztzeit nicht auch noch gibt. Das ist ein Verbot aus Ungarn, und zwar beim Fußballstadion im Heimatort von Viktor Orban. Und auch da, aktuell Politiker, ich weiß nicht, ob ich das jetzt korrekt ungarisch ausspreche, aber auch hier sprechen über Politik verboten. So, und jetzt müssen wir uns in Österreich fragen, ihr erinnert euch vielleicht noch an die Fernsehdiskussion zwischen Sebastian Kurz und Hans-Christian Strache. Wer ist der beste Freund von Viktor Orban? Das war die große Streitfrage. Also, wir können auch in Österreich vielleicht bald mit solchen Dingen rechnen. Ja, sieht man leider schlecht, die endgültigen Verbote stehen noch nicht fest. Wird schon noch. Ne? Ein Beispiel, wie es wird, TTIP-Verhandlungen. Zutritt verboten. Ja, wie setzt man Gesetze durch? Zum Beispiel mit
Videoüberwachung oder anderen Dingen, hier ein Verbot, Tauben zu füttern, 36 Euro Strafe. Man kann es mit Geld machen, man kann es aber auch anders machen. Das habe ich in einem Stiegenhaus gefunden. Mieterinnen und Mieter halten sich nicht an das Rauchverbot. Was macht die Hausverwaltung? Sie droht an, wenn ihr euch weiterhin nicht an dieses Verbot haltet, dann gibt es Videoüberwachung und ihr müsst auch noch für die Einrichtung der Videoanlagen bezahlen. Wir fühlen uns jetzt an das Überwachungspaket erinnert. Anderes Beispiel, Urinieren verboten, auch hier wieder Videoauswertung und Anzeige. Man kann natürlich auch mit Hochspannung auf das Urinierverbot oder auf das Brechen des Urinierverbots reagieren, auch eine Möglichkeit. Ich habe erst ein bisschen in die Geschichte zurückgeschaut, Adam und Eva und der Dekalog. Es gibt natürlich auch viele neuartige Verbote, zum Beispiel frisch aus Japan geschickt, Drohnenverbot. Sehr nett, wirklich grafisch außergewöhnlich schön gestaltet, hat mir da Andreas geschickt, sitzt da hinten. Würde ich jetzt mal sagen, Wertkartenhandys verboten. Ich weiß es nicht genau. Auch hier, no texting while walk, schönes Englisch auch. Kultur und Verbote. Ist das Kunst oder kann das weg? Das Aufstellen und Anbringen von Kunstwerken jeder Art ist nicht gestattet. Kunst am Bau. Die Kunstwerke sieht man leider schlecht, was man aber sehr deutlich erkennen kann, berühren sollte man sie nicht. Und von der Größe her würde ich sagen, ein Drittel macht alleine schon das Verbot aus. Die Älteren im Raum kennen sicher noch den Streit Beatles oder das Gründen der Rolling Stones wäre heutzutage verboten. Ja, Verbote und Logik, auch ein ganz schönes Exemplar habe ich hier. Das Entfernen dieses Hinweises ist strengstens untersagt. Deutsche Bahn. Ja. Schrödingers Verbot, jetzt wird es ganz weird. Keine Werbung anbringen, verboten. No fun. Gibt sehr viel. Ganz interessant, weil wir heute viele juristische Themen auch haben, hat man Hans-Peter Lehofer geschickt. Ja? No fun, keine Luftballons. Wenn ihr heiraten wollt, Streuen von Reis, Blumen und Konfetti strengstens untersagt. Die Beine gehören Sebastian Lebersorger, hier springen verboten. Es juckt natürlich schon sehr. Picknick verboten. Wer von euch würde vor dieser Mauer gerne ein Picknick machen? Ganz besonders stehe ich auf handgemachte Verbote. Sachen ablagern verboten, vorm Kost nix laden. Nix fladern. auf einem Kiertag am Land. Auch sehr schön, Schlachthof Wels. No food, no drinks, no dogs, no penis. I don't know. Street Art verboten. Ja, und jetzt die Leidenschaft der Leidenschaften, Verbotsschönheiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, die heutigen Verbote sind nicht mehr das, was sie früher mal waren. Typografisch ist das einfach wunderschön. Walter Hötzendorfer hat auch festgestellt, da ist ein Grammatikfehler drinnen. Wer findet ihn? Genau. In diesem Raum sind Essen und Rauchen verboten, hier steht aber ist für alle am Audiostream. Das ist ein bisschen eine schwierige Materie, glaube ich, für Leute, die nur zuhören. Wunderschön, wirklich wunderschön. Da gewöhnt sich wirklich jeder Mensch das Rauchen ab. Ne? Betreten des Weges verboten, nur für
Kolonia-Abfuhr. Solche schönen Worte findet man heutzutage nur mehr sehr, sehr selten. Auch sehr schön in einem Wiener Gemeindebau, kein Abstellen und kein Reparieren von Kraftfahrzeugen, Mopeds und Fahrrädern. Sieht man schlecht, aber auch wirklich typografisch superschön. Wenn ihr solche Verbote für mich habt, immer her damit. Ja. Auch sehr schön, während der Fahrt hinausbeugen, auf- und abspringen, aufstehen, hinausstrecken von Armen und Beinen. Polizeilich verboten. Da hat der Zahn der Zeit schon genagt. Räder anlehnen verboten. Ja, kann man da noch schmücken. Befahren des Treppenweges, Baden im Donaukanal und beschädigende Uferanlagen verboten. Schöne Schrift. What the fuck Verbote, vermischt das. Das ist nicht echt. Mir gefällt es trotzdem sehr gut. Da gibt es auch eine Geschichte dazu. Und zwar war das ein Mann, der in der DDR ein kleines Geschäft aufgemacht hat und mit diesem Spruch die ersten privaten Postkarten verkaufen konnte, hat sich dann nach Fall der DDR selbstständig gemacht und kurz danach Selbstmord begangen. Für alle am Audiostream, Schuld abladen verboten. So, ein kleines Rätsel. Wer weiß, was Gezehe-Transport bei Mansfahrt ist? Niemand. Kommt aus dem Bergbau. Gezehe sind die persönlichen Werkzeuge, die jeder Bergmann, und es sind tatsächlich nur Männer, jedes Mal in die Grube mitgenommen hat. Ja. Fremdflyern verboten aus den Museumsquartieren. Was man bei einem Tätowierer alles nicht darf, also Geschlechtsverkehr während des Tätowierens, auf die Idee muss man zuerst einmal kommen, bekifft sein, na gut, soll so sein. Nette Rechtschreibfehler auch da oben am Schild, aber auf die brauchen wir jetzt nicht eingehen. Kleine Geschichte dazu, das ist von, wer kennt das? Peter Weibel, Medienkünstler. Ich war in der Ausstellung, Peter Weibel, Medienkünstler, so hieß die auch. Es ist verboten zu verbieten. Hab das dann fotografiert. Die Museumswärterin, ich hoffe, ich beleidige jetzt niemanden, ich weiß nicht, wie die korrekte Rollenbezeichnung ist, kam dann her, um mir das Fotografieren dieses Verbots zu verbieten. Meine süffisanten Kommentare hat sie dann nur mit einem Seufzen quittiert. Es passiert ihr ungefähr 100 Mal pro Tag, hat sie mir dann gesagt. Ja, und so muss man sich fragen, Leben verboten? Ja, das war es auch schon. Auf dieser Webseite verbote.gallery gibt es mittlerweile über 1200 Verbote, wenn ihr wirklich schöne Exemplare findet. Immer her damit, ihr macht mir und einer mittlerweile auch sehr stark wachsenden Fangemeinde große Freude. Dankeschön. Und es gibt gleich eine Frage für dich. Ja, wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen? Ich bin auf die Idee gekommen, weil mir manche absurde Verbote einfach aufgestoßen sind, habe die fotografiert und habe dann irgendwann einmal den Hashtag entwickelt, Verbot des Tages, und dann haben die Leute reagiert drauf und irgendwann habe ich dann die Webseiten gemacht. Ganz einfach. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Okay, vielen Dank, Werner. Jo, dann, ihr könnt gerne nochmal applaudieren, weil es so schön ist.